Habecks Atomkraftakten unvollständig, Finanzierung von NGO-Schiffen, Orban erhöht Grenzschutz und Apothekertag. Dies und andere Themen mit spannenden Videoschnitten für euch wie immer nach dem Intro. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, so lasst doch gern ein kostenloses Abo da und drückt natürlich den Daumen nach oben. Und ja, nicht vergessen, alle Videos immer fein teilen, denn das ist ein absolutes Muss hier auf diesem Kanal. Ihr wollt auch immer auf dem neuesten Stand sein? Dann folgt uns gern auf Telegram und Twitter sowie dem neuen Kanal Schnutes Sabbelkiste. Die Links dazu wisst ihr auch immer in der Videobeschreibung. Schluss mit der Werbung, Schluss mit dem Gesabbel, auf ins Getümmel. So Leute, wir wünschen euch wie immer einen wunderschönen Tag bzw. Samstag. Legen wir los! Den Apothekertag kündigte Karchen stolz an. Er wies sogar darauf hin, dass die Apotheken ab 14 geschlossen sein könnten, um seine Rede zu verfolgen. Über die drohenden Schließungen und den damit einhergehenden Mangel haben wir bereits berichtet. Lauterbach stellte also den Apothekertag sein Vorhaben zur Lösung des Problems vor. Seine Idee? Vorgaben für neue Filialen lockern. Er glaube daran, dass dieses Projekt das Schrumpfen der Apotheken stoppen kann. Witzigerweise erntete er, naja, Buhrufe. Schauen wir doch mal rein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tja, Kalle, das war wohl nichts. Die Präsidentin der Apothekerverbände kritisierte, als erster Minister sei Lauterbach offenbar bereit, das Apothekensystem, das unsere Bevölkerung seit Jahrzehnten sicher versorgt, gänzlich zu zerstören. Ha, na gibt's denn sowas? Da fragt man sich doch, wie diese darauf überhaupt kommt. Hier ein Beispiel. Lauterbach rechtfertigte seine Pläne, wonach in Filialen künftig auch kein Apotheker mehr vor Ort sein muss. Als Vertretung könnten demnach pharmazeutische technische Assistenten Kunden bedienen, wenn eine digitale Verbindung zu einer Apotheke in der Hauptapotheke vorhanden ist. Wenn es Rückfragen gäbe oder eine Apothekerberatung notwendig sei, könnte sie, telepharmazeutisch vorgenommen werden. Wir haben tatsächlich wichtige Reformen für die Apotheken vor uns. In der Tat ist es so, dass in einigen Stadtteilen der Großstädte, aber auch auf dem Land mittlerweile eine Situation auf uns zukommt, wo wir zu wenige Apotheken haben werden. Wir haben insgesamt eine gute Versorgung mit Apotheken, aber in wichtigen Bereichen fürchten wir eine Unterversorgung. Wenn wir der begegnen wollen, müssen wir jetzt Reformen machen. Diese Reformen gehen wir an. Ja, ja, bla bla bla. Das geht auch noch so ewig weiter, bestimmt 2 Minuten lang. Aber dennoch dazu ein kurzer Fun Fact. Wusstet ihr, dass die Wirkung des sogenannten Stoffes, wie wir wissen, mit der Zeit immer wieder runterkorrigiert wurde? Habt ihr davon schon gelesen? Also wir haben in den deutschen Medien gar nichts gefunden. Aber schaut mal selbst, was hier so in der letzten Zeit so auf der westlichen Seite veröffentlicht wurde. Ah, und übrigens, die Aufarbeitung ist als erledigt erklärt worden. Von ihm natürlich. Aber wir haben da noch was für euch zusammengeschnitten. Schaut mal.
Tja, sehr langatmig, aber dennoch interessant. Kommen wir weiter, Leute. Wieder wurde ein heikles Thema zutage getragen. Dieses Mal betrifft es den Wirtschaftsminister Habeck. Das Nachrichtenmagazin Cicero reichte eine Klage beim Verwaltungsgericht Berlin ein. Cicero klagte auf Einsicht in interne Unterlagen zur geführten Atomkraftdiskussion. Dabei kam heraus, dass die bislang vorgelegten Akten offenbar unvollständig sind. Das Gericht forderte auf, weitere Unterlagen zu suchen. Insbesondere geht es dabei um die Unterlagen, in denen es um die CO2-Einsparung einer AKW-Laufzeitverlängerung sowie deren Auswirkungen auf die Netzstabilität und die Strompreise geht. Denn, oh Wunder, diese Themen tauchen in den vor dem Gericht vorgelegten Unterlagen kaum auf. Wir werden niemals, niemals verwechseln, was Problem und was Lösung ist. Die fossilen Energien und die Atomkraft, sie haben uns diese Energienot beschert. Sie sind nicht die Lösung, sie sind das Problem. Ja, das ergibt natürlich sehr viel Sinn. Dabei, man mag es kaum glauben, gab es auch kritische Stimmen in Habecks Ministerium. Interessant ist, dass in den Unterlagen eines anderen Ministeriums, das Umweltministerium, Folgendes zu finden oder aufzufinden ist. Der Weiterbetrieb der AKWs hätte neben der Gaseinsparung zwei weitere Vorteile. Wird darin eine Einschätzung aus der Fachebene des Wirtschaftsministeriums wiedergegeben. Die Strompreise sinken und der Netzbetrieb wird sicher. Diese Einschätzung stammt aus Habecks Ministerium. Allerdings fehlen die Unterlagen. Komisch, oder? Dazu fällt uns folgendes Zitat ein. Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Zitat Ende. Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen. Das gibt eine Anzeige. Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft bzw. die eigene Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben. Und wir sind als Europäerinnen und Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen. Aber kostenlos ist es nicht möglich, das hinzubekommen. Es wird Härten geben und die Härten werden getragen werden müssen. Nehmen wir mal einen kurzen Blick auf Roland Tichy. Laut diesem Medium sollen sich große Gruppen gewaltbereiter Neuankömmlinge mit Schusswaffen auf dem Weg nach Deutschland befinden. Ungarn soll bereits über zunehmende Gewalt berichten. Eine entsprechende Reaktion aus Berlin zur Lage soll kaum bis gar nicht kommen. Es scheint eher, dass es verharmlost wird. Ungarn plant unterdessen eine Verschärfung zum Schutze seiner Grenzen. Dafür setzt er auf eine Gesetzesänderung. Diese Änderung solle im Interesse der Stärkung der öffentlichen Sicherheit und des Kampfes gegen die Zuwanderung. Dabei sollen unter anderem Bürgerwehren Aufgaben im Grenzschutz erhalten. Das Gesetz könnte auch den Namen politisches Antikorruptionsgesetz tragen. Warum? Das Gesetz soll sich auch gegen solche Zivilorganisationen oder auch als NGOs bekannt richten, die vom Ausland finanziert würden. Auch sollen ungarische linken Politiker aus unbekannten ausländischen Quellen finanziert werden, damit sie in Ungarn an die Macht kämen. Ich habe nochmal die Grenzpolizei jetzt verstärkt, nach Tschechien, nach Polen. Wir sind ja da schon unterwegs mit Schleierfahndung. Ich finde das übrigens besser, an der ganzen Grenze unterwegs zu sein, als an einzelnen Punkten. Wir wollen zusätzliche Grenzkontrollen, wir verstärken nochmal Polizei. Also Sie sehen, wir sind da sehr aktiv und ich glaube, das Einzige, was wirklich helfen wird, ist eine europäische Lösung. Ja, ja, immer diese fremdfinanzierten NGOs. Auch Italien fängt an, sich langsam zu beschweren. Dies sorgt mittlerweile für Spannung zwischen Italien und Deutschland. Aber hä? Wieso denn mit Deutschland? Das Problem wirkt sich doch auch auf Deutschland aus. Ja, mag sein. Aber nur ist die bekannte Tatsache mittlerweile so, dass Deutschland eben solche Organisationen finanziert. Und jetzt kommt's, natürlich mit Steuergeldern. Auch ich weiß, wie viel teurer der wöchentliche Einkauf mittlerweile geworden ist. Aber ich
Aber ich glaube, wir wissen alle genauso, wenn wir sagen würden, jetzt hören wir auf, die Ukraine zu unterstützen, dann wird die Butter ja nicht wieder billiger. Schon ein bisschen interessant, findet ihr nicht? Und ja, ihr habt vor dem Video richtig gehört. Der normale Arbeitnehmer finanziert die Schleuserboote. Im November 2022 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen, dass die private Seenotrettung zum ersten Mal mit staatlichem Geld unterstützt werden soll. Schlappe 2 Millionen Euro jährlich von 2023 bis 2026 sollen dort fließen. Das Auswärtige Amt entschied, über die Vergabe zu entscheiden. Also sprich, welche Organisation finanziert werden soll. Giorgia Meloni schrieb bereits einen Brief an den Bundeskanzler Scholz. Sie kritisierte die Unterstützung entsprechender Organisationen scharf, aber keine Sorge. Trotz aller Kritik bleibt Baerbock im Amt dabei. Die Finanzierung wird nicht eingestellt. Wenn ich ganz ehrlich bin, fassungslos ist ein hartes Wort, aber ich bin fassungslos. Wenn ich diese Diskussion hier heute Abend gesehen habe, wir haben viel über Abkommen und so weiter gesprochen. Ich persönlich hatte mir Lösungen erhofft. Ich habe nicht wirklich eine Lösung bekommen. Wer soll das weiter finanzieren? Wer soll die Arbeit vor Ort weiterhin leisten? Wir brauchen jetzt, heute, eigentlich schon gestern und vorgestern, brauchen wir Lösungen für unsere Probleme. Das stelle ich jetzt gerade in den Raum. Ja. Und wir haben noch einen weiteren spannenden Artikel für euch. Ja. Bei Reitschuster gab es kürzlich zu lesen, dass in Monheim eine neue Siedlung für Hingezogene errichtet werden soll. In Monheim, oder Monheim, Entschuldigung, liebe Grüße gehen übrigens raus an den Kollegen, der immer zuschaut, sollen also 80 neue Plätze geschaffen werden. In einer Mail an Eltern wurde mit den Worten keine Gefahr begonnen. An Eltern, ja, die Unterkunft soll auf einem Schulgelände platziert werden. Schöne Sache. Es sollen für mindestens 3 Jahre Container errichtet werden. Natürlich wurde der zuständige Bürgermeister nach einem Sicherheitskonzept gefragt. Antwort: Gibt's nicht. Man brauche keines, da von den Flüchtlingen keine Gefahr ausginge. Trotz hoher Gegenwehr soll das geplante Vorhaben vollzogen werden. Die Kosten würden sich auf ca. 150.000 Euro belaufen. Auf dem Schulhof. Ein Flüchtlingsheim. Werden internationale Fachkräfte als mögliche Lösung des Personalmangels in Erwägung gezogen? Da sage ich ganz klar, uns wird nichts anderes übrig bleiben. Ich fordere das schon lange. Gott sei Dank springen jetzt immer mehr auf. Wir haben es im Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, was für die KMK als Vorlauf schon erstellt worden ist. Das große Gutachten kommt erst im Dezember. Wir haben eine erste Stellungnahme, steht es mit drin. Und ich kann nur sagen, für Berlin prüfen wir es gerade eben, wie wir die Anerkennung ausländischer Abschlüsse schneller hinbekommen. Bestenfalls auch über die Absenkung des Sprachniveaus, ja momentan noch C2 drin stehen. Das ist Muttersprache. Also wir können uns immer vorstellen, wenn wir jetzt eine Sprache lernen müssen und die auf Muttersprachniveau beherrschen müssen, wie lange das dauert. Um tatsächlich Unterstützung in unsere Schulen zu geben. Gerade in einer Stadt wie Berlin, die einen hohen Anteil von geflüchteten und zugezogenen Kindern hat. Gut. Lassen wir unkommentiert stehen. Wie gewohnt sind wir bei unserem Abschlussvideo angekommen. Also, ihr wisst, was jetzt kommt, lehnt euch zurück und genießt die Show. Über Nancy Faeser haben Sie schon sehr viel gehört. Sie ist Innenministerin, verantwortlich für das Migrationschaos, für den Schönbohm-Skandal. Sie verschleudert die deutsche Staatsbürgerschaft in der ganzen Welt und macht Asylbewerber zu Einwanderern und eben am Ende dann Deutschen. Aber das Folgende wussten Sie über die Dame sicher noch nicht. Bevor Nancy Faeser in die Politik ging, war sie Rechtsanwältin bei der Rechtsanwaltskanzlei Clifford Chance. Globaler Umsatz? 1,8 Milliarden Dollar. Und wer sind die Kunden von Clifford Chance und also von Faeser gewesen? Die Finanzgiganten BlackRock, JP Morgan und die Pharmagiganten Pfizer-BioNTech. Clifford Chance hat für Pfizer und BioNTech den Corona-Impfstoff-Deal bei der Bundesregierung verhandelt. Nancy Faeser hat sich als Innenministerin für die Impfpflicht eingesetzt. Sie erklärte Impfgegner zu Extremisten.
Sie verhinderte nationale Grenzkontrollen und kämpft für offene Grenzen. Nicht sie verhinderte, sondern sie tut es immer noch. Das ist alles im Interesse ihres früheren Arbeitgebers und von dessen Kunden, der globalen Finanzindustrie und den großen Pharmakonzernen. Warum die SPD nicht mehr die Partei des kleinen Mannes ist? Weil sie die Partei des großen Geldes ist. Schon ein bisschen interessant, was hier alles so nebenbei so ans Tageslicht kommt. Naja, so ihr Lieben, für heute haben wir es mal wieder geschafft. Verpasst auf jeden Fall nicht unsere nächsten Videos. Und wir hoffen, euch hat dieses Video natürlich wie immer gefallen. Und damit wir natürlich weiter wachsen können, brauchen wir euch. Lasst unbedingt ein kostenloses Abo da und drückt ganz wichtig den Daumen nach oben. Denn das bringt unseren Kanal schon enorm weiter. Und über eure Kommentare freuen wir uns natürlich. Ich sage, wir sagen bis morgen in alter Frische, euer Tobi von Zeigschnute TV und ciao!